Und ich begrüße euch zu einer neuen Folge in OMSI 2 Wienerdon. Wir sind heute mit einem ganz neuen Bus unterwegs. Als Testfahrt, wie es hier so schön vorne beschrieben ist. Wir fahren den MAN New Lion City für die Wienerlinien. Natürlich, wie immer, und starten von der Invalidensiedlung. Dafür muss ich erst einmal den Bus einschalten, dass wir losrollen können. Ein paar Fakten zum Bus. Soweit ich richtig informiert bin, ist das hier die 2018er Variante. Hoffe ich zumindest mal. Und genau, wenn jetzt alles funktioniert, genau 24 Akkakraner Platz. Wo wollen wir das? So noch im Motor starten. Das, wo ist das hier? Genau, Auto wollen wir uns das Knieling aktivieren. Genau, bisschen Druck. Dann auf D, feste Bremse lösen, ein bisschen Licht und jetzt kommt etwas richtig Geiles bei diesem Bus, was ich echt feier. Ja, das ist das halt normale Innenlicht, kennt ihr ja. Und wenn ich jetzt 7 drücke, kommt einfach dieses geile Neonlicht. Man sieht zwar gar nicht von draußen, aber von innen reicht es irgendwie meiner Meinung nach vollkommen aus. Wir werden aber trotzdem mit einer Scheibenbeleuchtung fahren. Wie immer schauen wir uns aber zuerst nochmal den Bus von innen an. Wir sind als Dreitürer unterwegs. Genau. Ja. Bisschen anders aufgebaut wie die alten New Lion City. Die alten Lion City. Und also hier hinten gerade, weil normalerweise sind hier diese Reihen. Der Motor ist ein bisschen kleiner. Das gibt's hier alles nicht mehr. Und ja, einen Rollstuhlplatz haben wir. Sonst ist eh alles noch ziemlich gleich. Überall das neue MAN-Logo und so. Die klassischen Sachen. Wir sind schon ganz schön verspätet. Deshalb würde ich sagen, schnacken wir nicht lang und machen uns auf den Weg. Eine Sache muss ich euch noch sagen. Diese Moor-Motorräder sind halt echt geil. Das sind irgendwie die von der Wiener Linie. Mit dem Grauen da und so. Und das halt jetzt halt von Berlin, von der BVG. Ah, das ist so geil wie die Anzeige. Aber ja, fahren wir weiter. Fahren wir los. Die Challenge des heutigen Tages ist, heil durchzukommen. Ich habe Unfälle aktiviert und wir fahren gerade jetzt noch am Anfang durch viele Kleingartensiedlungen, wo links und rechts Parker sind. Und ihr seht es hier, das kann echt mal eng werden. Oh, das war knapp. Ja, kann man machen. Genau. Am Anfang noch ein bisschen Überland und dann geht's rein ins wunderschöne Wien zum Kakanerblatt. Heizung habe ich vergessen. Genau so muss das sein. Genau, die Wiener Linien haben mir gerade vor kurzem angekündigt, in welche Busse sie jetzt investieren möchten. Das sind unter anderem H2 U-Busse und Elektrobusse von Mercedes und Hyundai. Leider hat der immer in Milan City nicht geschafft. Aber mein Favorit, mein persönlicher. Oh, wie konnte ich das vergessen? Das Licht. Genau. Und die waren, der ist eh noch eine Zeit lang in Wien gefahren und davon ist dieses Repaint, das gab es zwar so nie, ist ein bisschen von Dr. Richard abkopiert und halt vorne ist in der Linie. Es fahrten Logo. Okay, das wird jetzt eng. Und wir haben es eilig, da schon wieder die nächsten kommen. Ja, das sind die Herausforderungen eines Busfahrers. Ah ja, der Bus ist ein 18 Meter Bus. Gibt's in dem DLC auch noch als 12, 13, glaube ich, und 18, 19 Bus, jeweils mit Überland und alles mögliche, 13, 12, ja, das ist aber 18 Meter Dreitürer, sehr angenehm zu fahren. Muss man einfach sagen, die Mercedes-Busse waren viel schwieriger zu fahren. Aber mit dem plane ich auch gerade noch ein echt geiles Video. Nämlich mit dem XXL-Bus, also mit 21 Metern, durch enge Straßen mit voller Beladung. Also die maximale Auslastung bei den Fahrgästen, überall Maximum rein. Damit es so richtig Chaos hat und wird.
Vielleicht sogar mal in einem Stream. Ich habe jetzt lange immer gestreamt. Und auch noch nie um sie. Wird als Special da ganz gut passen. Ich bin die Strecke persönlich lange ins Nimmer gefahren. Vor allem nur 23er, weil die halt eine richtige Gelenkbuslinie ist. Da ist mehr los. Und sie ist halt näher zu mir. Also ich kenne mich doch besser aus in den Straßen als wie hier. Trotzdem habe ich hier immer wieder Spaß. Wir sind gerade auf dem Weg nach Neu-Essling. Neu-Essling ist ja so von der Linie ein Knotenpunkt dessen. Eine Linienführung zu Ende. Und nein, eigentlich zwei, aber eine richtige, also bis Neu-Essling geht einer. Halt über zwei verschiedene Wege. Ja. Sonst gibt es da nicht viel zusammen. Am Ende fahren wir wie immer mit der Linie 23 auch noch zusammen. Die gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Deshalb ist wahrscheinlich auch das letzte Video der Linie 24 beliebt geworden. Deshalb habe ich mich auch heute wieder für die Linie 24 A entschieden. Genau. Alter Wunsch haben wir kein. Sehr schön. Vielleicht merkt ihr es schon. Ich habe mir mein Setup neu aufgebaut in die Art. Also was Kopfhörer und sowas angeht. Und ihr seht jetzt auch eine andere Sicht von mir. Ich habe meinen Schreibtisch umgestellt. Und ja. LED-CCE immer noch da, das alte Schild natürlich ganz klassisch von VfB-Pakt aus. Ja. Was ich noch vergessen habe, mal wieder zum Bus, ist, dass der auch automatisch einen Motorstart hat und stoppt natürlich. Da ist, oder? Da können wir weiter. Also wenn ich halt stehen bleibe, und die Haltebremse aktiviert, du das sich im Normalfall ausschalten. Und man hört halt wirklich ganz an. Ist echt geil. Das hier, da ist aber nicht die Elektrobus-Variante, sondern die Hybrid- oder Diesel-Variante. Ich weiß es nicht. Jetzt fahren wir damit schnackigen 80 die Bundesstraße, Straße, was auch immer, da entlang. Mit dem gefahren, aber mit dem kommt man hier echt gut voran. Sieht auch geil aus da von außen, wenn er da so durch die Kurven so leicht lenkt. Genau, nächste Station Agavenweg. Können wir wahrscheinlich auch durchfahren, genau. Ah ja, ich habe auch das viele Probleme gefixt. Wien Add-on passiert ja eigentlich auf OMSI 1, weil da gab es diese Map schon, zumindest den Plan und so, die haben nicht viel geändert, außer halt 23A hinzugefügt und halt bei OMSI 2 grundsätzlich geändert. Da habe ich jetzt ein bisschen zu spät gebremst, muss auch mal sein. Alter Wunsch haben wir. Er hat halt keine Matrix angezeigt, deshalb gab es jetzt auch so lange keine OMSI. Habe ich aber mit dem OMSI-Form fixen können. Danke da auch nochmal an jeden, der mir geholfen hat. Und ja. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ah ja, und genau, ja. Jetzt hört es zum Beispiel gerade wieder mit kein Motor, also ich habe keine Sounds gerade. Jetzt habe ich wieder welche, wenn ich los war. Oh, scheiße. Oh, ich bin ein Schild dran. Ah.
Genau, breit wie die Friedhof, so muss es sein. Naja, also falls ihr mehr Folgen zu OMSI 2 / OMSI 2 Wien sehen wollt, könnt ihr gerne ein Like da lassen, um mir das zu zeigen. Und damit ihr die dann auch nicht verpasst, natürlich den Kanal zu abonnieren. Fragt ihr irgendwie mehr vom Fahrer als den Mercedes, aber irgendwie mag ich den Mercedes Bus durch die Außenschwenktüren und durch den Sound, weil der ist halt künstlich. Ich meine, er wird schon authentisch sein, aber er ist auch authentisch, aber nicht so stark wie die vom Mercedes. Eigentlich kriegen wir halt noch die Mercedes mehr, aber natürlich sind beides extrem geile DLCs, das kann ich euch echt nur empfehlen. Ja, und ja. Wir warten jetzt gerade bei der Ziegelhofstraße, dass diese Ampel grün wird. Genau. Ah, Bahnstraße ist in Ordnung. Bahnfeldstraße, ups. Ups. Das ich halt mal Fahrwagen, gerade da war es wieder. Die Stationen sind ja hier noch alle betoniert, die sind ja nicht normaler Asphalt und die sind halt manchmal höher und manchmal tiefer gelegen. Und bei dem sieht man es äußerlich, aber man spürt es auch, wenn man drüber will, dass das halt wirklich gerade so ein Haltestellenbereich ist. Das war halt bei Mercedes nicht. Da jetzt zum Beispiel. Gut, Führungsbeispiel. Das hat nicht funktioniert. Ah ja. Grüne Welle ist meine Welle. Es wird knapp, aber wir schaffen. Wir sind eigentlich sogar verspätet. Wegen was? Keine Ahnung, weil wir haben keine super tolle Fahrt. Ah, okay. Auch direkt der Haltewunsch. Da sieht man halt auch geil vorne, dass ein Haltewunsch ist. So richtig wie ein Popper. Ah ja, und ich werde auch bald echt eine News verkünden können. Ein Projekt, das ich echt feiern würde, wenn das so zustande kommen wird, wie ich es mir ja gerade vorstelle. Und dann noch ein Spiel, an dem ich gerade arbeite. Und so viele Spieleideen, was ich habe. Leider fehlt mir die ganze Zeit die Zeit. Das habe ich auch im neuen Community-Tab von meinem Kanal reingefilmt, dass es halt derzeit sehr stressig ist und dass ich meinen Zeitplan, den ich mir vorgenommen habe, nicht einhalten kann. Es geht einfach nicht. Deshalb, die Videos, die Wasser kommen, werden echt geil. Gerade für euch wird da richtig viel Neues passieren. Deshalb Kanal abonnieren, Like da lassen. Ja. Immer wichtig. So, sehr geehrter Weg. Grüß Sie. Was ein bisschen stört bei dem Bus ist, dass du nie die zweite Tür
in der Türfreigabe drin hast. Das hasse ich bei Bootsen. Warum, wenn ich weiß nie, ob jetzt hinter der Tür den Haltepunkt hat oder die mittlere. Das heißt, ich muss sowieso beide aufmachen und dann geht eins von den beiden auf. Und gerade dann, ihr seht es meistens, ist die zweite Tür erstens einmal urlange offen. Ja, und zweitens, geht sie auch immer auf. So. Jetzt müssen wir abbremsen, weil da haben wir jetzt, der ist so niedrig, der Boot. Der kollidiert, wenn wir schnell drüber fahren. Das hat gerade echt gut funktioniert. Weil da, jetzt hat man es abgesehen, jetzt urknapp unten. Muss man immer aufpassen, dass so Unterführungen und so, darf man nicht zu schnell überfahren. Das war jetzt ein bisschen weit. Das zum Beispiel, ich mache die dann meistens immer automatisch auf. So, jetzt nicht sehr schön. Oh, mein Gott. So, da. Kein Verkehr. Mal weiterfahren. Wie gesagt, es ist eine Abendfahrt. Um 17 Uhr, ja? War da die KI schnell weg. Aber auch hier vorne sieht man das da, genau hier vorne den Bereich habe ich eingeschaltet, dass wenn die Tür offen ist, dass das Licht angeht. Dann lasst uns fahren. Küsschen. Sind schnell, weil ich besser bremsen müssen. Nicht so weit ausholen in der Kurve. Und weil jetzt schon viel raussteigt, schauen wir uns kurz an, wie voll wir sind. Ja, ist echt gut belegt. Und dann steigen da nicht so viele aus. Wir steigen jetzt alle in Kalkan bei der U-Bahn aus. Ist der 23 da schon hinter uns? Dann haben wir 1:40 Verspätung, kein Haltewunsch, kann der Stehtag, kann man weiterfahren. Grüne Welle ist meine Welle. Ah, jetzt hat man es gerade. Das mit diesem Bodenfeeling. So. Ah, wir sind ja nicht 23er, ich Dulli. Wir sind ja 24er. Fahrplan war okay. Das dazu sage ich okay. Breitenlee Ort würde ich jetzt fahren. Also Breitenlee Schule. Alter, am Samstag ist ja die 24er Ruhrkurs. Weil der fährt nur einer nach Neuessling, einer nach Invalidensiedlung und zwei nach Breitenlee Ort. Mehr brauchst du nicht.
Ende des Tages auch nicht, also Samstag. Aber das sind 30 Minuten, was da einer nach Invalidensiedlung fährt. Wenn dort einer davon fährt. Aber ja, das sollte es auch an der Stelle mal wieder gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt. Bis dahin. Ciao, ciao.